Rolex vi presenta musica. Für mich war es natürlich irgendwie so eine Erfüllung eines Traumes, den ich als Kind und als Jugendlicher mitbekommen habe. Also für mich ist es ja ganz anders, weil es war irgendwas, was man nicht erreichen kann. I was always thinking, wow, it'd be my dream to be part of this special group of people. For me it's not only a dream, but a huge privilege. La Filarmonica di Vienna è un'orchestra leggendaria, nota per il suo suono unico. Ma cosa la rende così speciale? Qual è il segreto del suono viennese? L'orchestra è famosa per i suoi valzer, suonati durante il concerto di Capodanno. Das Besondere irgendwo und warum uns, glaube ich, die ganze Welt beneidet, ist doch irgendwie das Gefühl für den Rhythmus mit dieser 2, die ein bisschen früh kommt, die 3, die ein bisschen spät kommt und das gepaart mit einer wunderschönen Melodie, irgendwie unserem Orchester auf den Leib geschrieben ist. Ja, es hat auch dieses Gefühl, wenn man die Walzer tanzt, dass man wirklich so immer in Kreisen geht, immer in Bewegung ist, immer beweglich ist. Ich kann nicht von Erfahrung sprechen, weil ich 2 linke Füße habe, aber ich habe gesehen und ich habe gehört, dass es sehr schön ist. Il caratteristico suono viennese non si limita ai valzer. È stato plasmato anche grazie alla passione e alla maestria artigianale. Benjamin Morrison porta regolarmente il suo strumento dal liutaio. Per il neozelandese, la cura e la precisione sono fondamentali per preservare il suono dello strumento. Hallo Ben. Servus Matze. Hallo, servus. Wie geht's? Alles klar? Geht gut, danke. Gut, gut. Also die Geige klingt nicht ganz optimal. Okay. Vielleicht können wir was damit machen. Ja. Wir spielen gerade Rachmaninow und es könnte noch ein bisschen runder, ja, wärmer. Eurem Klang ideal eher entsprechen. Ne? Genau. Ja. Ja, ich merke das immer wieder bei Klangeinstellungen, gerade wenn Musiker von den Wiener Philharmonikern zu mir kommen, dass sehr viel Wert gelegt wird auf die Qualität des Klanges, auf einen vollen Klang und warmen Klang. Man kann unglaublich viel mit verschiedenen kleinen Dingen am Klang ändern. Erstens mal natürlich am Steg, wo der steht, wie stark der Steg ausgeschnitten ist. Also da gibt es allein nur am Steg schon so viele Parameter, die den Klang sehr verändern können. Dare forma al suono attraverso il modo in cui un musicista suona è fondamentale per il clarinettista austriaco Daniel Odenzamer e per la fagottista francese Sophie Dervaux. Es ist ganz schwer, das auf einen Punkt festzumachen eigentlich. Es hat sehr viel mit, natürlich mit der Tradition zu tun. Und ich bin aber auch nicht sicher, ob es nur mit Klang zu tun hat, sondern es hat auch sehr viel mit, also für mich, sehr viel mit Art zu spielen. Auch die Artikulation oder auch die ganze Einstellung zur Musik, finde ich. Also die hier in Wien natürlich. Ich meine, du kannst es noch besser sagen, du bist ja von außen gekommen eigentlich. Ja, schon. Also es ist auch schon was Spezielles. Zum Beispiel wird man nie hell spielen. Also Richtig. Ihr spielt schon sehr rund, sehr weich. Eher dieser dunkle Klang, genau, ist dann doch ja. Etwas, was das mag. Ja. Zeichner vielleicht doch ist, ja. Was mir immer besonders auffällt, ist die Subtilität im Klang, dass man versucht, bei gewissen Stellen nicht zu konkret zu spielen, also dass das Töne auch
entstehen und nicht immer einen klaren Anfang haben. Das ist zum Beispiel bei einem Tosca-Solo. Und die Klarinette wird ein wenig mit mehr Holz gebaut, ein bisschen dicker, ein bisschen voluminöser. Und auch da entsteht ein bisschen ein dünklerer Klang. Und da kommen wir zum Thema Wiener Klang, der dazu führt, dass das im Orchester sich besonders gut mischt mit den anderen Instrumenten. Alcuni strumenti dell'orchestra sono molto diversi da quelli suonati altrove. Il suono che producono è così particolare che è diventato oggetto di ricerca accademica. All'Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna, Gregor Widolm e il suo team hanno svelato i segreti di uno di questi strumenti unici, i timpani viennesi. In Wien werden und nur in Wien werden Ziegenfelle verwendet. Die Ziegenfelle haben eine Besonderheit. Am Rückgrat ist die Haut besonders dünn. Und dadurch bilden sich bestimmte Schwingungsmoden viel stärker aus. Sie sehen hier in der dreidimensionalen Darstellung jetzt sehr schön, wie nach dem Schlag hier die Rücken gleichmäßig ausklingen. Und bei der internationalen Pauken mit dem Plastikfell es eben hier sehr unregelmäßige Abstände der Schwingungen gibt. Das heißt, die Klangstruktur bei der Wiener Pauke klingt eher wie ein musikalischer Ton, währenddessen die internationale Pauke eher perkussiv klingt. Es ist ein Klang, der mir einerseits doch rhythmische Prägnanz erlaubt, aber immer homogen in den Orchesterklang einbettet und einfügt. Boom, boom. Man spürt immer diesen Herzschlag. Wenn die Stimmen im Orchester warm miteinander verschmelzen, das ist für mich Wiener Klang. Und es entstehen dann auch im Konzert Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass sich dieser Klang wie ein warmer Mantel um die Brust legt und Herz und Seele berührt. Dal XIX secolo la ricerca perpetua dell'eccellenza da parte dell'orchestra è forgiata qui, al Musikverein di Vienna. Der Goldene Musikvereinssaal, das ist unser Zuhause. Der Klang, das ist einfach unser Klang. Dieser Klang, das darf man nicht vergessen. Wenn man 1875 in unserem Orchester engagiert war, hat man in der Oper gespielt mit dem Verdi. Und dann ist man im Musikverein gegangen, hat dort mit Richard Wagner gespielt, die Musik. Und das beeinflusst alles unseren Klang. Und dieser Klang, der immer bleibt, den geben wir von Generation zu Generation weiter, ohne darüber zu sprechen. Vor dem Wiener Philharmoniker zu stehen und musizieren dürfen, das ist wirklich eine Ausnahmesituation. Il leggendario maestro e pianista Daniel Barenboim ha un rapporto di lunga data con l'orchestra. Das erste Mal, dass ich mit dem Orchester gespielt habe, war in Salzburg. Irgendwann in den 60er Jahren. Ich saß da am Klavier und rund um mich haben 60, 70 Musiker da als eine Gemeinde gespielt. Das war ein Zusammensein und Zusammenschaffen. Und das war wirklich ein Traum.
ganz Wien und Österreich sind stolz auf die Wiener Philharmoniker. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Es gibt hier ein besonderes Gefühl, wenn man sagt, man ist Musiker. Und dann nehmen die Leute sehr ernst. Und das ist dann nicht so vielleicht wie irgendwo anders, wo man sagt, ja, man ist Musiker. Und dann wird man gefragt, ja, und was machst du noch beruflich? Also es ist, ja. Wien ist natürlich, das wissen wir alle, eine Musikhauptstadt, weltweit gesehen. Und diese Präsenz und diese Wichtigkeit, die, ich würde sagen, nicht nur Musik, sondern insgesamt Kultur in dieser Stadt einnimmt, das ist schon sehr, sehr besonders. Und dadurch hat man einfach das Gefühl, allein schon deswegen, dass man etwas ganz was Besonderes macht, weil es hier so wichtig ist. Ne? Und das Orchester ist einmalig. Im Moment vom Spiel ist eine Einheit, die färbt das Ganze. Das ist das wichtigste Wort. Zusammen, geistig zusammen. Musica vi è stato presentato da Rolex.